So, Leute, da haben wir das nächste Booster vor uns. Und zwar Dragons of Tarkir. Schön hier mit der guten Narset. Ist es Narset? Es müsste Narset sein, die da drauf ist. Wunderschön. Das müsste dann auch 2015 sein. 2015. Das fühlt sich an wie Jahrzehnte her. Aber es ist keine Jahrzehnte her. Es ist noch nicht mal die Hälfte von mir jetzt. Doch, es ist die Hälfte von 2010 her. Auch hier, es ist anscheinend damals wirklich so gewesen, dass die alle so zugemacht wurden. Es fühlt sich super strange an. Aber gut, was soll man machen? Wir haben Grave Purge. 3 Mana Spontanzauber. Und man kann eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf Deck legen. Und man danach zieht man eine Karte. Eine beliebige Anzahl an Kreaturen. Ich wollte gerade sagen, warum nimmt man die nicht auf die Hand? Aber nein, eine beliebige Anzahl an Kreaturen oben drauf. Okay. Was? Ein Mann 1-1 mit Megamorph. Ja, genau. Man konnte die für 3 Mana runterlegen und dann kann man die für ein rotes aufdecken und kriegt dann noch eine +1/+1 Marke drauf. Das war der Unterschied zum Morph zu Megamorph. Und Ultramorph kriegen wir dann im nächsten Set. Dann legen 2+1/+1 Marke drauf. Und wenn der aufgedeckt wird, kriegen alle Kreaturen Eile bis wenn es zu ist. Kodagan Skirmisher. 2 Mana 2-2 mit Dash. Kann man aus der Hand spielen für 3 Mana. Dann kommt die Eile und am Ende des Zuges geht die zurück auf die Hand. Segment Krotik? Keine Ahnung. 6 Mana, 6-5 mit Megamorph 7. Artakas Ifrit. 4 Mana, 5-1 mit Megamorph und wenn der aufgedeckt wird, fügen wir einen Schaden an der Kreatur im Spiel dazu. Nicht bad. The Basic Ice Breakers. Das sind Zombies. 3 Mana 2-3 und wenn sie ins Spiel wegkommen, wirft jeder Spieler eine Handkarte ab. Das ist ein geiles Artwork. Das ist wirklich ein geiles Artwork. Contradiction. 5 Mana, man countert einen Spell und zieht eine Karte. Fun Fact. Es wurde dieser Part, Counter-Target-Spell, diese Mana-Kosten wurden damals gespoilert und die Karte wurde ganz langsam revealed und alle Leute dachten, Force of Will kriegt einen Reprint. Ja, fast so gut wie Force of Will, ähnlich teuer. Spaß beiseite. Gucken wir uns weiter an. Resupply. 6 Mana, wir kriegen 6 Leben, ziehen eine Karte. Okay. Gurmag Drowner. 4 Mana, 2-4. Wenn der ein Spiel bekommt, können wir eine andere Kreatur opfern. Generell eine Kreatur. Und wenn wir eine andere Kreatur geopfert haben, gucken wir uns die obersten 4 Karten des Decks an. Einen davon nehmen wir auf die Hand und den Rest in den Friedhof. Evolving Wilds. Einer der schönsten Artworks, wenn ihr mich fragt. Kann man tappen, opfern, sein Deck am Standardland durchsuchen und das getappte ins Spiel bringen. Side Beyond Sight. 4 Mana. Hexerei. Man guckt die obersten 2 Karten seines Decks an und nimmt einen davon auf die Hand und die andere unter das Deck. Für 4 Mana recht teuer. Hat aber Rebound. Das heißt, die Karte wird ins Exil gelegt und wird danach gespielt, ohne ihre Mana-Kosten zu benutzen. Swift Warkite. Okay. 6 Mana, 4-4. Wenn ein Spiel wegkommt, können wir eine Kreatur mit Converted Mana-Kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Diese Kreatur kriegt Eile und wird am Ende des Zuges auf die Hand gebracht. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Karte. Stormcrack Elemental. 6 Mana 5-5 Trample mit 6 Mana Megamorph. Und? Kenne ich gar nicht. Krater Elemental. 3 Mana 0-6. Für ein rotes Tappen, Opfern, man fügt 4 Schaden einer Kreatur zu. Okay. Formidable, also wenn wir insgesamt 8 Power auf dem Board liegen haben, können wir 3 Mana aktivieren und naja, die für 8 Angriffsstärke zuhauen lassen. Okay. Strangest Thing. Diamond Forest und einen saucoolen Goblin. Und das waren Dragons of Tarkir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, neuer Black Set. Ciao, ciao.